Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Folge 23. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, wir sind mitten in einem U-Boot. Ich find's supi, weil ich bin ein großer U-Boot-Fan. Und ich will jetzt mal versuchen, ein paar Funksprüche durchzugeben, um das Boot zu senken und zu neigen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das richtig ist, was ich mache. Ich war auch kurz der Meinung, ich hätte das U-Boot auch steuern können. Links, rechts, oben, unten, sowas in der Richtung. Aber irgendwie, weiß ich gar nicht, ging das zu schnell vorbei, der Screen. Jetzt versuche ich es mal mit den Funksprüchen, weil ich kann hier nicht viel mehr machen. Ich kann an einem Hebel nicht ziehen. Er ist zwar da, aber ich kann ihn nicht benutzen. Keine Ahnung, ich werde mal was versuchen. Ja, und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich habe noch gar nicht abgespeichert hier. Wenn doch, mache ich es lieber nochmal. Falls ich was falsch mache. Nicht, dass mal alle absaufen. Mitschiffs heißt halt in die Mitte gehen. Jetzug machen wir mal zum Bug, also nach vorne. Your captain commands all hands to the bow. Mhm. Das hat jetzt was gemacht? Gar nichts. Wenn ich jetzt an dem Hebel ziehe? Weil ich glaube schon, dass ich das Ding steuern muss. That won't work. Ja, aber was hat es jetzt gebracht, dass ich die jetzt in den vorderen Bereich geschickt habe? Nichts. Das verstehe ich nicht. Nochmal? Your captain commands all hands to the bow. Tut sich halt überhaupt nichts. Dann mal zum Heck. Now hear this. All hands to the stern torpedo bay. Hä? Ich verstehe es nicht. Das macht da gar keinen Unterschied. The crew will report midship on the double. Oder soll das so sein, dass man die nach vorne schickt, dass man da runterklettern kann? Vielleicht verstehe ich das falsch. Ich denke die ganze Zeit, ich muss das U-Boot steuern, aber vielleicht muss ich einfach sie nach vorne schicken, dass ich runterklettern kann. Weil ich bin ja in der Mitte. Vielleicht muss ich sie nach vorne schicken. Your captain commands all hands to the bow. Und dann gehe ich mal nach unten, wenn das klappt. Oder? Genau. Jetzt sind sie nämlich nicht da, seht ihr? Ich dachte erst, ich muss steuern. Das ist eine Wache. Spannend ist es ja, wie gesagt. It's a pair of storage lockers. Okay. Da ist halt gar nichts dran, oder was? It's a pair of storage lockers. Naja, aber da ist nichts, oder wie? Ich habe das jetzt geöffnet, das ist leer, oder was? Was war da jetzt gerade? Irgendwas mit kleines... Was war da? Da war da jetzt gerade irgendwas. Für einen Moment dachte ich, das wäre irgendwas gewesen. Hinterer Teil gibt's halt hier. Mal zur Seite treten, vielleicht. Ne, da ist irgendwie nichts drin. Dann mach ich's lieber wieder zu. Sonst ist es vielleicht auffällig. Nach hinten darf ich ja jetzt nicht gehen, oder? Weil sonst sind die ja dort, oder? Ja, ne. Obwohl ich sie ja nach vorne geschickt habe, fällt mir gerade auf. Ich habe sie ja nach vorne geschickt, nicht nach hinten. I'll bet it's hard as a rock. Kann ich das nehmen? Das Brot? I'll take a couple of slices. Okay, zwei Scheiben Brot. Du hast eine Falltür. Wurst. Scheiben. They've just about got themselves a delicatessen here. Das ist durchaus normal, dass sie das so hingehängt haben. Aber Wurstscheiben sind es nicht, das sind halt so Würste. I don't think that'll work. Du hast noch eine Porzellantasse? It's a porcelain beer stein. Bierstein. Was, bei denen ist Stein immer alles aus Porzellan. Nicht benutzen, nehmen, weil ich mache ein Menschenskind. Nimm. Genau. Ah, es ist so ein richtiger Bierkrug. Die Würste kann ich nicht nehmen. Don't mind if I do. Das ist auch Käse dabei, oder was? Muss ich jetzt hier eine Mahlzeit generieren, oder was? Oder was? Was soll das jetzt? Da ist ein Hebel. Schalter? Ja, wow, ich kann jetzt alles Mögliche drücken. Und da ist eine Falltür nach unten. Vielleicht kann ich da der Wache von hinten eine dotzen, also obwohl ich dann auf der anderen Seite rauskomme. It's labeled Ausgeschnitzel. Ausgeschnitzel? Wie liest denn der das vor? Ausgeschnitzel? Was soll das bedeuten? Kapier ich nicht. Ausgeschnitzel? Was? That doesn't quite work. Ausgeschnitzel? Wie liest denn der das vor? Das ist doch kein Wort. Ausgehe, ist klar, aber Schnitzel, was? It's labeled Krausgefarben.
Was? Krausgefarben? It's labeled Krausgefarben. Krausgefar... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das... Der liest es so falsch vor, dass das kein Mensch kapiert, was das bedeutet soll. Wenn da Entlüftung oder sowas stehen würde oder was weiß ich, dann würde ich ja nichts sagen. Torpedorohr, Drähte. It's a bundle of tangled wires. Muss ich die jetzt irgendwie mitnehmen oder zusammenbinden, oder? And fry myself? Achso, kann er da einen elektrischen Schlag kriegen, oder was soll das jetzt heißen? It won't open, it must be broken. Ich wollte es auch gar nicht öffnen, ich wollte es ja nur mal anschauen. It's a torpedo tube. Ich meine, ich kann jetzt hinter Sophia gehen. Aber es ist ja mit Sicherheit falsch. Weil er sieht mich ja auf sich zukommen. Ich müsste eigentlich die Wache andersrum. Ich speichere gerade relativ viel, muss ich gestehen, weil ich aber auch das Gefühl habe, man kann hier viel falsch machen. Die Wache sieht mich ja jetzt. Er müsste eigentlich andersrum stehen, da könnte ich ihm von hinten eine dotzen. Bogus. Never in a million years. Hot coals. Aber ich kann ja die Leiter nehmen und ihm eine natzen. Probiere ich mal. Kann ich die Falltür öffnen? Ja, geh hoch, komm. Kollege. Und dann von hinten eben, bam. Ich schließe jetzt mal die Falltür erstmal. Weil ich komme ja hinter ihm runter. Kann ich ihm ja eine Dong. Da ist sogar so ein... Indy! Schrei doch nicht. Jones, where? Ist die blöd? Sorry. Must have been my imagination. Ist die doof, Alter. Verrat mich doch. Da ist so ein Klopimpel. Was eigentlich, wenn ich da nach vorne gehe? Da sind die ganzen... Ah, okay. Da ist irgendwie so ein Koch oder sowas. Hier ist auch noch irgendwas. Was ist das für ein Ding? Safe. Oha. Na, ich schaue mir kurz den Safe an. Hier ist... Hoppala, jetzt habe ich einen Wandschrank aufgemacht. Okay, auch nicht schlecht. Hier gibt es unglaublich viel zu tun, aber auch der ist leer. Ich bin überfordert gerade, da gibt echt viel. Jetzt mache ich mal die Klappe da auf. Okay, zu safe. Ich weiß ja nicht, was das ist. Vielleicht ist das wichtig. Try to relax, Herr Doktor. Relax? We are approaching a civilization that played with the forces of nature, so we play with toys. Come now, don't exaggerate. How else do you explain the wonders of Archicalcum or the stone discs? What have you done with the stone? Calm down. They're right behind you in the captain's strongbox. Oh, there was I! X-ray goggles? Okay, das verstehe. It doesn't look... Incredible. It doesn't look that strong to me. Kann ich das irgendwie öffnen? Das sind die Dings drin. Doesn't seem to open. Ich bräuchte halt vielleicht ein Stemmeisen oder so. Vielleicht könnte ich das öffnen oder so. Perpetual motion? Ich glaube, ich versuche schon mal Sophia zu befreien, wenn sie jetzt nicht wieder Indy schreit. What's that noise? I could have sworn I heard something. Mann. I didn't hear anything. Das heißt, ich kann sie nicht retten. Nochmal probieren. What's that noise? I could have sworn I heard something. I didn't hear anything. Gute Frage. Ich kann sie alle mal nach vorne schicken und dann den hinteren Teil durchsuchen. Vielleicht kann ich dann Sophia retten, aber ich habe keine Ahnung, ob das dann hinhaut. Ich komme ja auch nicht zu diesem Pimpel. Ich kann das mal versuchen, dass ich sie jetzt quasi in die andere Seite schicke. Sie sind jetzt vorne, jetzt schicke ich sie nach hinten. Weiß nicht, ob das klappt. Und geh nochmal runter. Also nach hinten bitte, einmal. Now hear this. All hands to the stern torpedo bay. Vielleicht kann ich ja jetzt Sophia retten. Und dann gehe ich nochmal runter. Aber es ändert sich an der Situation von denen zwei nichts. Nur, dass die jetzt im Torpedoraum stehen. Die Affen. Oder?
Das heißt, ich kann jetzt wiederum den Bug mir anschauen. Ob das jetzt was bringt, ist nicht die andere Frage. Gar nicht so einfach. Auf dem Screen gibt es viel zu tun. Und ich weiß auch nicht so richtig, was meine Mission ist, oder wie man sagen will. Das sind halt die Betten. Und da ist auch noch ein vorderer Torpedo, was ja auch nicht ungewöhnlich ist. Torpedo-Rohre in dem Fall sogar. Ja, schau es halt an, wenn ich klicke. Hallo? It looks like a torpedo too. Ach was. Ja, die Kojen halt, aber da kann man ja auch nichts machen. Jetzt habe ich ein Torpedorohr geöffnet. Ja, und was ist da jetzt drin? Nix. Oder wie? It's empty. Muss ich das jetzt mit einem Torpedo füllen, oder wie? Also laden, oder? Hä? Ist das Problem ist, ich weiß gerade nicht so richtig, was ich tun muss. Versteht ihr? Also das ist, ich bin überwältigt von der Vielfalt, die man hier machen kann und ich weiß nicht so richtig, was ich tun muss. Vor allem, ich habe jetzt hier irgendwelche Mahlzeiten eingesammelt und frage mich, wozu. Tja, geh zu Fernschreiber, da kann man reingehen. I'm already there. Ja, wow. Benutze Fernschreiber. I don't have to. I don't have to. Ich habe keine Ahnung, Freunde, im Augenblick. Ich habe ja auch nicht wirklich Inventar, wo ich sagen könnte, ja, ich kann jetzt das oder dies machen. Komisch ist schon. Mal da runter gehen. Weil da unten sind ja auch irgendwelche Sachen. Was ist das denn? Leck? Batteriesäure? One of the batteries is leaking. That stuff looks pretty corrosive. Ätzend sieht es aus. Kann man was kaputt machen. Aber ich habe jetzt auch keinen Schwamm, mit dem ich das aufnehmen kann. Kann ich vielleicht dieses Brot, ich weiß es nicht. I don't think that'll work. Okay. Oder vielleicht einfach auffüllen, weil das vielleicht... Okay, the mug is full of acid. Ah, okay, das war so flüssig, dass es schon okay. Kann ich es dem Hauptmann zu trinken geben? Brutal. Aber ich weiß, ja, ich weiß. Jetzt ist mir gerade was eingefallen. Wenn das so richtig wie Säure ist, Salpetersäure, dann kann ich vielleicht den Tresor damit ein bisschen verätzen und dann kriege ich ihn vielleicht auf. Dann habe ich die Steinscheiben zumindest mal. Das ist ja schon mal etwas. Ich bin immer noch irritiert, weil ich mal kurzzeitig das U-Boot wie fahren konnte. Obwohl das so schnell geendet hat, dass ich das irgendwie verpasst habe, oder? Keine Ahnung. Da war ja auch so eine Luftschleuse, wie man das nennen wollte. Jetzt mache ich mal benutze. Benutze Tasse mit Säure auf Safe. Wow, the acid's eating right through the metal. Here the stone discs. Naja, immerhin. There's a small key in here too. Ein kleiner Schlüssel habe ich jetzt noch gefunden. Das ist doch ein Anfang, Freund. Jetzt habe ich die Discs wieder und einen kleinen Schlüssel. Vielleicht sind das, keine Ahnung, Handschellenschlüssel wegen Sophia oder so, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur die Luke schließen. Aber ich brauche doch gar keinen Schlüssel. Für was war denn das? Der Schlüssel. Also ich habe jetzt gerade gar nicht... Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, einen Schlüssel zu brauchen, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich mache Fortschritt. Ich bin zumindest mal so weit, dass ich die Stone Discs wieder habe. Und das mit der Säure war doch wohl richtig. Was soll eigentlich das Ding, dieser Pimpel da? Wenn ich die wieder in die Mitte schicke, kann ich gar nicht mehr runter. Was soll das mit dem Essen? Hier gibt es ja keinen Wachhund oder so, den man ablenken muss oder sowas, oder? Das ist echt komisch. Das ist echt merkwürdig. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich weiß ja jetzt gar nicht so richtig...
was ich tun muss. Also, was ist denn jetzt meine Aufgabe? Sophia befreien. That doesn't quite work. Aber wohin sollen wir rennen? Ich meine, wir sind unter Wasser in dem U-Boot. Wo willst du denn da hinfliehen? Das ist das, was ich jetzt nicht so ganz verraffe. Vielleicht ist noch irgendwas mit diesem Draht. Da war ja so ein loser Draht, aber was soll ich damit? Und wieso kann ich Torpedorohre auf und zu machen? Kann ich die abfeuern, oder? Ich schicke die nochmal nach vorne. Your captain commands all hands to the bow. Ja, ist nicht einfach, aber ein bisschen Fortschritt konnte ich ja machen. Ich habe mich auch gefragt, ist hier vielleicht bei der Wache in der Nähe irgendwie so eine Entlüftung oder sowas? Wo wir ihm vielleicht heißen Dampf ins Gesicht pusten können, damit, was weiß ich. Weiß auch nicht so recht. Ich guck mir nochmal diese Drähte an, wenn er hingeht mal, also. Nee, das ist nicht einfach. Ich hänge gerade so ein bisschen. Es gibt aber auch sehr viele Dinge, die man tun kann. Was steht da? Hide? Ist das abgeändert und hieß mal was anderes, oder? Das kann ich nicht aufnehmen. Benutze. Vielleicht kann ich so ein bisschen diese Brotscheiben so als... What is this stuff? Pumpernickel? Pumpernickel. I've got slices of bratwurst, bologna and salami. Salami, Leberwurst und was war das? I've got slices of bratwurst, bologna and salami. Plockwurst, was ist denn Plockwurst? Ich wollte eigentlich benutze Scheiben mit Brot. Vielleicht kann ich mit dem Draht so ein bisschen das... I don't think that'll work. Statt Handschuhe dachte ich, oder was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Ja wow, jetzt habe ich es kombiniert und habe ein U-Boot-Sandwich gemacht. Alles klar. Und das esse ich jetzt, oder was? Nee, ne? Macht er es nicht wirklich. Alles klar. Er hat halt wirklich... It's a sandwich worthy of Dagwood Bumstead. Warum kann ich denn ein Sandwich essen? Ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich jetzt ein Sandwich essen kann? Ja, wow. Jetzt habe ich ein Sandwich gemacht und habe es gegessen. Das hat es jetzt vollgebracht. Danke, Spiel. Super. Vor allen Dingen, er sagt zwar, er kann das Torpedorohr hier nicht öffnen, weil die Drähte ja nicht passen. Aber wozu soll ich es überhaupt öffnen? Jetzt habe ich ein Sandwich gegessen, alles klar. Also ich hänge gerade ganz gewaltig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich hänge gerade ganz gewaltig. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich das vor meinem Umzug vielleicht noch durchgespielt bekomme, aber da das hier wahrscheinlich die letzte Folge ist, die ich drehe, sieht es nicht danach aus, dass ich das schaffe. Aber ich würde es, glaube ich, egal sein, weil die Pausen zwischen den Folgen eh meistens ein wenig länger sind. Fast ein bisschen zu lang, 4 Wochen ist eigentlich zu viel, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, jetzt weiß ich es auch nicht so recht, Freunde, was ich machen könnte. Das U-Boot steuern kann ich nicht mehr groß, die Hebel lassen sich nicht ziehen. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Oben habe ich jetzt alles gemacht, was man machen kann, oder? Wie stelle ich mir das vor? Ich benutze den Hebel nochmal, aber da ging ja auch nichts, oder? That won't work. Hier ist ja auch nichts außer die Speicheranlage und der Hebel. Und das war's. Gute Frage. Wenn ich runterklettere, dann hört er mich. Ich wollte eigentlich gar nicht... Okay. Eklig. Ich wollte es benutzen und da runterwerfen, aber ich glaube, bei Benutzen mampft das gleich. Ich habe ja auch nicht wirklich Inventar. Ich meine, ich habe immer noch den Schlauch. Da frage ich mich, warum. Das ist eh nur zum Ablenken. I'll have to get closer to her. Ach so, kann ich vielleicht von hinten mit ihr sprechen? So Whispering-mäßig oder so? Das kann doch nicht sein, dass ich das hier aufmachen muss. Und so flüstern, so, Sophia, lenk ihn ab, bla bla bla, was weiß ich. Kann ja sein, oder? Bla 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 bla. Sophia? Indy? Jones can't save you now, madam. Wait. I'm getting a message. A message from Nurab Sal. Lol. Nurab what? An old friend from Atlantis. His spirit is calling me. Kannst du die Wache loswerden? Sag nur Absal, dass ich einen Plan habe. Bleib dran, ich komme wieder. Can you get rid of the guard?
Alas, Nur-Afzal is weak and far away. Tell Nur-Afzal that I've got a plan. Nur-Afzal is listening. Warum hältst du Saal nicht auf die Wache? Lenke die Wache eine Weile ab. Was schlägt Nur-Afzal vor? Na, vielleicht ablenken, dass ich ihm doch eine nutzen darf? Just distract the guard for a while, okay? Nur-Afzal understands all. Wait. What? Oh, darn. I've lost contact. Too bad. Aber ist ja jetzt nicht abgelenkt, oder? Ich meine, wenn ich jetzt da klettern möchte. I can't reach it. Ja, ist ja gut, du sollst ja auch wieder hochgehen. Wenn ich jetzt da runterklettern möchte, ich habe ja gerade ihr gesagt, dass sie ablenken soll. Macht sie das jetzt auch? Kann ich jetzt da runterklettern? Also lenkt sie ihn so ein bisschen ab, oder? Excuse me, Mr. Guard Person. Oh, es geht. What is it now? Lol. I was just wondering. Ich will mal wissen, was sie sagt. Yes? Oh, it's probably nothing. I order you to finish your sentence. Well, you know, you look just like William the Conqueror. You think so? The resemblance is uncanny. I always suspected that I had royal blood in my veins. Perhaps I should tell your fortune. Would you? Certainly. Here goes. Es ist einfach interessant, deswegen höre ich gerade zu. You will encounter an African explorer named Spalding. Spalding, wie der Basketball, oder? Also Hersteller. Eigentlich müssten wir es noch ein bisschen anhören. Oder? I see the word rosebud in your eye. Rosebud. Bla bla bla, okay. Was kann ich denn jetzt machen? Kann ich ihm eine reinhauen einfach? Benutze Guard? Mit Indie? Nee, keine Ahnung. Hä? Ich muss ihm ja irgendwie eine reinhauen können. Benutze Tonkrug. It's an empty clay jar. Ja, ich weiß. Benutze Tonkrug mit Wache. Und gute Nacht. Who are you? Talk fast and I'd better like your tone of voice or you're a dead man. Oh oh. Das war wohl nicht so gut. Wow, und jetzt? Wie wär's denn damit? I'm the staff archaeologist. Got any buckets? What do you want with a bucket? I'll let Sophia show you. Hau sie mir rein auf den Kopf. Na also. Indy! Nice work. Nice. What do we do now? Kerner claims there's an underwater entrance to Atlantis near here. Ich hab da auch was Let's gesehen. Find it. Do you know how to run this boat? Are you kidding, Jones? I'm a spiritualist, not a navigator. Ja, meine Freunde, ich habe schon überzogen. Ich muss langsam fertig werden hier. Aber das war so ein bisschen die Wiedergutmachung, weil die letzte Folge etwas kürzer war. So habe ich hier so ein bisschen das wieder rausgeholt. Denn ich muss langsam wirklich zum Ende kommen, auch wenn es jetzt gerade spannend ist. Für mich ist es genauso ätzend, weil ich werde heute nicht weiterdrehen. Ich weiß also auch nicht, wie es weitergeht. Ich denke, wir können die Wache hier noch untersuchen und je nachdem halt mit dem U-Boot noch ein bisschen was anstellen. Aber ich würde sagen, ja, wie es an dieser Stelle weitergeht, das erfahrt ihr quasi nach meinem Umzug und ich dann eben auch. Und da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.